Alors, bonjour, ubi testet. Mein Französisch ist begrenzt, dennoch so eine kleine Einleitung bekomme ich hin. Warum spreche ich Französisch? Ganz klar, ein französisches Auto steht hier mit mir zusammen vor der Kamera, und zwar der Citroën C3. Der hat jetzt eine Modellpflege erhalten und genau die möchte ich euch heute vorstellen. Was steckt unter der Haube? Was hat sich verändert? Wie sind die Platzverhältnisse? Was kostet der Wagen? Wie fährt er sich? Und soll ich ihn kaufen oder soll ich ihn nicht kaufen? Genau darum geht es heute. Wenn ihr Interesse daran habt, dann bleibt jetzt dran. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und vor allem schreibt mir eure Meinung zum Citroën C3 unten in die Kommentarbox. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir legen jetzt los mit der Videovorstellung zum kleinen Franzosen hier neben mir. Viel Spaß! Wir schauen uns zunächst einmal die Front an, denn wir haben ja ein sogenanntes Facelift hier stehen und das ist wirklich ein reines Facelift. Das bezieht sich eben die Modellveränderung hauptsächlich auf die Front, die hier verändert wurde. Besonders neu der Chromsteg, der jetzt hier nach unten geht, sondern nicht mehr den Doppelwinkel hier weiter unterhalb des LED-Tagfahrlichtes auslaufen lässt, sondern hier so einen kleinen Knick nach unten macht. Das nächste Modell, was auch mit dieser Art von Designspange kommt, das ist der neue Citroën C4. Darunter der Hauptscheinwerfer, hier jetzt immer in LED ausgeführt, ein sogenanntes Eco-LED-Licht, also eine etwas reduzierte Leuchtkraft. Und das hat zur Folge, dass es noch eine manuelle Leuchtweitenregulierung hier für das Fahrzeug gibt. Das Fahrzeug steht hier übrigens in dem optionalen Elixier Rot Metallic, was ich sehr schön finde. Ein schönes, kräftiges Weinrot, passt ganz gut zu einem Franzosen oder so einem französischen Rotwein, wie ich finde. Aber don't drink and drive, wie es so schön heißt. Wir haben hier noch ein weiteres Designelement. Das ist nämlich jetzt hier unten so diese Farbeinfassung vom Nebelscheinwerfer. Die kann man sowohl in Rot, in Schwarz, in Weiß als auch in Blau bekommen. Genauso wie das Dach, was wir hier in Schwarz ausgeführt haben gegen Aufpreis. Da oben ist dann noch so ein Designaufkleber drauf. Schwarze Außenspiegelkappen gehören dann zum schwarz lackierten Dach dazu. Und ein weiteres Designelement ist ja von Citroën der sogenannte Air Bump. Das ist dieses Designelement hier, diese drei Kammern, was aber leider keine Luftkammern mehr sind, wie sie ursprünglich mal beim Citroën C4 Cactus dafür sorgten, dass die gesamte Tür vor Rennplan gesichert ist. Das ist jetzt hier lediglich in dem unteren Bereich noch so dezent der Fall. Und ein weiteres Designelement hat man hier noch eingelassen, um da auch noch mal einen weiteren Farbtupfer sozusagen setzen zu können. Wir haben jetzt hier Leichtmetallräder noch draufgesetzt auf unserer Winterbereifung, die aber so im Katalog jetzt nicht mehr ab Werk erhältlich sind, denn das sind Räder, die noch das Vorfacelift hatte. Hier hat die Presseabteilung oder respektive die Pressewerkstatt halt einfach einen alten Radsatz quasi genommen oder einen alten Felgensatz. Ich finde die Felgen aber immer noch sehr, sehr attraktiv, muss ich zugeben. Also warum nicht? Aber eben bitte nicht wundern, warum die Felge nicht in der Optionenliste drinnen steht oder aber im Konfigurator zu finden ist. Das Heck dann wiederum
ist völlig unverändert in meinen Augen. Da gibt es quasi nichts, was man jetzt neu erwähnen sollte. Die Rücklichter sind weiterhin Halogenlichter, das heißt auch kein LED-Licht hier. Der Doppelwinkel ist hier auch in Schwarz weiterhin ausgeführt. Wir haben einen schwarzen, unlackierten unteren Teil des Stoßfängers, was ich gut finde. Denn hier hat man die meisten Einschläge quasi, wenn man dann irgendwo gegenfährt. Und das unlackierte Plastik ist natürlich etwas kostengünstiger zum Ersetzen. Dennoch würde ich jetzt einfach mal sagen, wir schauen jetzt hinter die Heckklappe, was sich da drinnen befindet und wie gut wir vor allem unsere Ladung unterbringen. Der Griff für die Öffnung der Heckklappe ist hier unten versteckt, leider ein bisschen in dem Spritzwasserbereich. Ist ein bisschen schade, da kriegt man immer so leicht dreckige Finger erst einmal. Aber gut, die Ladeluke ist angenehm breit. Wir bekommen hier sogar einen Kinderwagen ganz gut rein. Habe ich zumindest ausprobiert für euch. Meine Reisetasche hier, die passt von der Länge auch ganz gut hier hinein in den 300 Liter fassenden Kofferraum. Viel gibt es hier drinnen nicht zu sagen. Wir haben hier eine Hutablage, die herausnehmbar ist. Die Haken hier oben sind zwar etwas günstig ausgeführt, das ist einfach nur eine Metallklammer, aber reicht völlig aus. Und darunter befindet sich auch kein doppelter Laderaumboden, sondern ein vollwertiges Reserverad. Was wir hier haben, die Rückbank lässt sich im Verhältnis 60-40 umlegen. Und wenn wir das jetzt einfach mal machen, dann sehen wir, es ergibt sich auch eine kleine Stufe. Das heißt wirklich, naja, eben ist das Ganze nicht. Und da wäre es schön, wenn wir noch so einen ebenen Laderaumboden hätten, den wir eben in der Höhe verstellen könnten. Aber was nicht da ist, haben wir eben nicht. Und jetzt schauen wir einfach mal die Platzverhältnisse auf der Rückbank an. Ich habe es mir auf der Rücksitzbank nicht wirklich bequem gemacht, sondern ich habe mich einfach mal reingesetzt. Die Kniefreiheit ist nicht vorhanden mit meiner Größe von 1,78 und den vorderen Sitz habe ich auch auf meine Größe eingestellt. Meine Knie drücken so ein bisschen schon hier in dieses sehr weiche Polster, aber es gibt zumindest keine Knieschmerzen. Die Füße passen aber sehr schön unter den Vordersitz, haben da genügend Beinfreiheit eigentlich, aber es fehlt halt einfach die Kniefreiheit. Schauen wir doch mal nach oben. Kopf, okay, da gibt es keine Probleme mit 1,78. Kopfstütze geht angenehm weit raus. Das ist auch schön. Es gibt leider hier oben keine Haltegriffe mehr, sondern lediglich einen Kleiderhaken, den wir hier untergebracht haben. Luftausströmer gibt es nicht. Es gibt keinen 12-Volt-Anschluss und es gibt auch leider kein USB-Anschluss. Also für Vorpassagiere durchaus etwas spartanisch. Das Spartanische zeigt sich aber dann, wenn wir hier in die Türverkleidung nämlich mal reinblicken. Da sehen wir, es gibt auch noch manuelle Fensterheber, ja, die hier mit der Kurbel bedient werden. Sehr schön finde ich an dieser Türverkleidung, wenn man mal reinschaut, dass man wieder diese Designelemente mit aufgenommen hat, diese Airbump-Systeme so ein bisschen, die damit eingearbeitet sind. Natürlich ist das alles Hartkunststoff, aber ordentlich verarbeitet, da gibt es keine Probleme. Die Türtasche ist angenehm groß, da passt auch eine 0,5 Liter Flasche plus Kleinkram auf alle Fälle hinein. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir doch mal nicht nur, wie ich mich da rausfalten kann, sondern wie es vorne ausschaut. Ich habe es mir jetzt wirklich gemütlich gemacht, die Jacke ist schon mal ausgezogen, deswegen sitze ich jetzt hier auch hinter einem 3-Speichen-Lenkrad. Fangen wir aber zunächst einmal mit diesem wunderschönen Sitz hier an, denn Citroën und zu dem sogenannten Citroën Advanced Komfortanspruch, den Citroën ja für sich ausgerufen hat, also man möchte besonders komfortables Reisen und Fahren ermöglichen, gehören auch diese Sitze hier. Die Sitze sind sehr breit ausgeführt. Gut, Seitenhalt gibt es nicht gegen Aufpreis oder gegen gute Worte. Dafür aber äußerst bequeme, eher ein bisschen weiche Sessel fast schon so im Charakter. Die Sitzfläche ist ausreichend weit
Und die Kopfstützenverstellung, ja, da haben wir auch einen großen Verstellbereich. Kopffreiheit habe ich mit 1,78 auch. Schade persönlich, dass der Beifahrersitz nicht höhenverstellbar ist. Genauso schade ist, dass das Drei-Speichen-Lenkrad hier nicht in Leder ausgeführt ist oder mit einem Kunstleder, sondern wirklich einfach nur harter Kunststoff. Sorgt aber dafür, dass man schlicht und ergreifend vielleicht etwas weniger Verschleiß erkennt. Dafür ist es aber in Höhe und Weite verstellbar, wenn aber auch nicht genügend in der Weite. Denn so in die Tiefe hinein hätte ich es doch durchaus gerne mal weiter geschoben. Ich hätte jetzt mal gesagt, so 3-4 cm wären schön, wenn es ja noch tiefer reingehen würde. Aber ansonsten, hier passt alles. Kniefreiheit ist in Ordnung. Und jetzt werfen wir einen Blick in den Innenraum hinein. Das Drei-Speichen-Lederlenkrad hatte ich eben gerade schon erwähnt. Leider in Vollkunststoff würde ich mir immer noch durchaus so einen Lederlenkkranz wünschen, aber sehr einfach von der Bedienung, genauso einfach gehalten. Auch das Kombi-Instrument mit analogen Rundinstrumenten und einem monochromen Display für Geschwindigkeit und Bordcomputer. Den Bordcomputer können wir entweder über die Walze hier am Multifunktionslenkrad verstellen oder aber über den Lenkstockhebel an der rechten Seite. Da gibt es einen Taster, da können wir dann auch die einzelnen Menüpunkte durchspielen. Wir haben hier links die Audioverstellung, laut oder leiser, sowie Spracheingabe, die hier aber jetzt durch das Navigationssystem funktioniert. Nach dem Signalton. So. Klingt doch ganz nett, wie ich finde. Auf der rechten Seite haben wir hier Telefonbedienung und Audio-Skippen von Tracks. Wesentliche Neuerung aber hier ist schlicht und ergreifend der Monitor, den wir hier haben. Der wurde ausgetauscht und endlich gegen ein wirklich schön auflösendes Display getauscht. Wir haben hier Touchfelder, um dann in die direkten Menüs zu gelangen. Entweder hier Navigation, immer noch TomTom basiert das Kartenmaterial. Dann haben wir hier die Klimasteuerung. Da gibt es auch kein Klimabedienteil, sondern hier alles jetzt über den Bildschirm zu bedienen. Dann die Telefoneinstellungen oder aber Apps. Wir haben entweder Apple CarPlay oder hier Android Auto, was auch nutzbar ist, wenn wir das Smartphone denn anstecken. Da sehen wir auch schon. Das sieht ganz ordentlich aus. Ich finde die Auflösung sehr, sehr schön. Die Farben kommen wirklich gut rüber. Einzig dadurch, dass es so eine Hochglanzoptik ist, spiegelt es immer mal wieder so ein bisschen. Und natürlich ist die Position etwas niedriger als bei moderneren Fahrzeugen. Dann haben wir hier die Einstellungsmöglichkeiten der Assistenten. Wir haben hier einen Fernlichtassistenten verbaut, einen Spurassistenten, der uns aber nur davor warnt, wenn wir denn die Spur verlassen. Eine aktive Spurhaltung gibt es nicht. Start-Stopp aktivieren oder eben die Einparkhilfe, dann die Schlupfregelung oder eben die Inertialisierung des Reifenfülldrucks. Weitere Fahrzeugeinstellungen können hier immer noch vorgenommen werden. Thema Beleuchtung, haben wir hier noch Möglichkeiten, noch was zu machen, Komfort-Features oder ähnliches. Aber da ist jetzt einfach nicht mehr viel dahinter. Direkt-Tasten haben wir hier drunter. Wir haben hier noch einen physischen Laut- und Leiser-Knopf, sowie das ganze System ein- und auszuschalten. Dafür haben wir dann die Direktwahltasten für die Defrostung der Heckscheibe oder Frontscheibe, den Warnblinktaster, der haben wir hier sehr präsent untergebracht, und den Taster für die Zentralverriegelung. Ein kleines Ablagefach darunter, leider aber auch, ja, ist ein bisschen gummiert tatsächlich die Fläche. Das heißt, da liegt das Smartphone dann ganz gut drinnen, aber wenn es nicht zu groß ist. Darunter haben wir eine 12-Volt-Steckdose und einen USB-Anschluss. Der USB-Anschluss wird auch für die Verbindung zum Mediasystem genutzt mit Apple CarPlay oder Android Auto. Zwei kleine Cupholder und ein kleines Ablagefach haben wir da dann noch. Dann den durchaus hochpositionierten Schaltknauf, hier auch ein Vollkunststoffteil. Dann eine manuelle Handbremse, auch hier aus Kunststoff natürlich, ein kleines Ablagefach liegt da noch, und dann hier hinten haben wir auch noch einen kleinen Becherhalter oder so Münzfach.
Was sehr schön gemacht ist, wie ich finde, so diese Einheit hier oben sieht man sehr schön. So eine silberne Leiste, die sich darum zieht, wird hier hinten auch aufgenommen. Nach dem Kombi-Instrument beinhaltet hier auch schön die Lüftungsdüsen. Die sind hier auch ganz normal verstellbar oder eben mit so einem Rädlein zu öffnen oder zu schließen. Darunter noch ein sehr tiefes Handschuhfach, da liegt aber jetzt allen möglichen Klump drinnen. Das kann ich euch nur so grob mal zeigen. Also da geht es schon tief hinunter. Findet man also auch genügend Zeug, was man reintun kann, genauso wie in diese Türtafeln. Und in der Türtafel hier auch wieder die Elemente hier dieser Air Bumps so ein bisschen nachgearbeitet. Ja, alles Hartkunststoffe, aber gut abwaschbar, gut pflegeleicht und man sieht eigentlich wenig Verschleiß. Bevor es losgeht, werfen wir noch einen kurzen Blick unter die Motorhaube hier in unserem Citroën C3. Wir fahren hier den PureTech 110. Was bedeutet das? Unter der Haube befindet sich ein 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner. Dreizylinder sind en vogue. Das nicht nur bei den Franzosen, sondern weltweit. Und das ist auch gut so, denn das Triebwerk ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Er läuft ja in durchaus größeren Triebwerkfahrzeugen, wie unter anderem dem Peugeot 5008. Das ist ja schon eine Familienlimousine. Und hier im Kleinwagen hat er ein leichtes Spiel mit den 1,2 Tonnen. 10,5 Sekunden von 0 auf 100, 198 Stundenkilometer Topspeed. Ein Verbrauch von 6,5 Liter über den Gesamtmix, aber ich habe euch ein spezielles Verbrauchsvideo noch gemacht. Da könnt ihr unten in die Videobeschreibung einmal reinschauen, was der Wagen wirklich auf so einer Alltagsrunde von über 110 Kilometern verbraucht. Wer sagt, er möchte keine Benziner, der kann hier zwar keinen Elektroantrieb oder keinen elektrifizierten Antrieb bekommen, sondern einen Turbodiesel mit 100 PS immer noch. Ist ja sehr selten geworden, gerade im Kleinwagen, wo das Thema Kosten wirklich sehr prägend oder dominierend vor allem auch ist, ist das Thema beim Diesel mit der Abgasnachbehandlung durchaus sehr teuer und das sparen sich mittlerweile viele Hersteller. Das Klangbild ist angenehm, durchaus kernig, typisch Dreizylinder, ist aber gut gedämmt und stört weder beim Ausdrehen noch sonst wie im Innenraum. Da haben die Franzosen ihn hier wirklich gut weggekapselt. Jetzt aber Haube zu und ab ins Auto auf die Straße und dann berichte ich euch nochmal, wie er sich denn wirklich so fährt. So, wir beschleunigen einmal ganz kurz hier auf der Landstraße etwas zügiger. Der Dreizylinder macht das wunderbar mit, fühlt sich auch durchaus sportlich fast schon an in dem Kleinwagen, gefällt mir gut. Beim Fahren, sportlich ist er sicherlich nicht, der Citroën C3, sondern eher komfortabel. Das zeigt sich sehr schnell, wenn man dann ihn in die Kurven bewegt. Er bleibt zwar straff, was die Kurvenneigung angeht, aber die Federelemente sorgen dafür, dass der Wagen eher komfortabel über Bodenwellen schwingt. So ein bisschen dezentes Nachschwingen haben wir hier immer. Die Lenkung, ja, stoßbefreit auf alle Fälle. Das heißt, es gibt keine Stöße in die Lenkung rein. Dafür indirekt ausgelegt, leichtgängig, ohne wirklich Kontakt zur Fahrbahn zu vermitteln. Möchte der Franzose aber vielleicht auch nicht. Beim 6-Gang-Handschaltgetriebe, da hat man es auch nicht so ganz mit der, naja, Rückmeldung, sage ich einfach mal. Die Gänge, wir haben relativ lange Schaltwege, aber von der Führung her kriegt man jetzt auch nicht viel Rückmeldung. Der Gang ist drinnen, das ist richtig, aber knackig einrasten oder Lust am Schalten bekommt man hier schlicht und ergreifend nicht geboten. Eingangs war es die Frage, kaufen oder nicht kaufen beim Citroën C3. Das ist eine durchaus schwierige Entscheidung, wie ich finde, denn Citroën preist den Wagen sehr selbstbewusst ein und vor allem auch in einem höheren Segment.
wo er aber nicht so ganz mitkommen kann, weil er nicht mehr der modernste ist. Also er hat schlicht und ergreifend zu wenig Fahrassistenzsysteme, die wir hier haben. Auch was das Thema Multimedia-Infotainment angeht, da sind die Franzosen hier immer noch ein bisschen hinten dran. Zumal, wenn man in den Konzern hineinblickt, der Peugeot 208 oder der Opel Corsa sind halt deutlich attraktiver und halt auch einfach moderner, das merkt man. Der C3 ist, sagen wir es mal so, wie ein guter Rotwein gereift. Hat auch ein interessantes Bouquet, sage ich jetzt mal, in dem Fall, dass er sehr komfortabel unterwegs ist. Also für diejenigen, die ein sehr komfortables Fahrzeug suchen, ist er sicherlich eine gute Wahl. Aber was kostet er denn jetzt tatsächlich? 17.640 Euro ist der Einstieg mit dem 110 PS als Ausstattungsvariante viel. Nehmen wir jetzt den Testwagen, der kostet 21.890 Euro. Und ich glaube, jetzt versteht ihr, warum ich die ganze Zeit so um den Preis herum rede. Attraktiv ist das in meinen Augen jetzt vielleicht für viele erst einmal nicht, wenn man ihn dann fährt. Versteht man durchaus seinen Sinn und vor allem auch den Charakter, den der Citroën so prägt und auch mitbringt. Ich habe ihn euch mitgebracht und ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn es gefallen hat, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken. Aber jetzt schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox und dann bedanke ich mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss und servus, bis zum nächsten Mal, euer Ubi.